Nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, sich spielerisch mit der Kunst auseinanderzusetzen. Dabei erweist sich gerade diese Tätigkeit als äußerst wertvoll für ihre spätere Entwicklung. Das gilt auch für Flüchtlingskinder, die allein aufgrund ihres meisten tristen Alltags in Flüchtlingsheimen ohnehin psychisch belastet sind. Room 13, eine internationale soziale Institution, hatte sich nun zu ihrer Aufgabe gemacht, Kreativprojekte für solche Kinder zu organisieren. Unterstützung bekommt man dabei von der Wiener Volkshilfe und dem Zoom-Kindermuseum im Museumsquartier, berichtet Nadine Rosenczek. Kinder lieben es zu malen und zu basteln. Allgemein ist bekannt, dass die Förderung von Kreativität bei Kindern positiven Einfluss auf ihre Entwicklung hat. Das Zoom Kindermuseum im Wiener Museumsquartier bietet Ausstellungen und Kunstworkshops für Kinder von 3 bis 14 Jahren an. Neben Privatpersonen nehmen häufig Schulen und Kindergärten dieses Angebot wahr. So auch der Kindergarten Wurmsergasse aus dem 15. Wiener Gemeindebezirk. Kreativität hinterlässt Spuren von jedem Einzelnen und das stärkt die Identität. Ist Identität bei einem Kindergarten ein wichtiges Thema? Identität ist ein sehr wichtiges Thema, weil die Kinder teilweise ja aus anderen Ländern kommen und sie sollen sich gut fühlen, so wie sie sind. Ich komme aus Wien. Ich komme aus Kroatisch. Ich komme auch aus Kroatisch. Und ihr sprecht Kroatisch miteinander? Ja, wir sprechen auch Deutsch und Kroatisch. Türkisch. Und Deutsch. Das ist ein Erlebnis von emotionalen Erfahrungen, wo alle Kinder sich angesprochen fühlen, egal welche Kultur oder Nation. Und es ist für den Selbstwert auch sehr toll, weil die Kinder hier keine Sprache benötigen und der Selbstwert hier sehr gestärkt wird. Im Atelier des Zoom arbeiten Künstler, die zum Teil auch pädagogisch ausgebildet sind. Sie beobachten Unterschiede zwischen den Besuchern unter der Woche und jenen am Wochenende. Also es ist ja eben tendenziell so, also grundsätzlich, dass halt unter der Woche eher im Kindergärten, Hortgruppen, Schulklassen kommen und am Wochenende dann Privatpersonen. Und ich würde mal so sagen, dass sozusagen das Publikum am Wochenende, das ist vielleicht eher so ein bisschen ein kulturaffineres, ja, und unter der Woche kommen dann eben halt auch Kinder, die jetzt vielleicht privat mit ihren Eltern vielleicht eher nicht kommen würden. Ja. Häufig betrifft das Kinder aus Familien, in denen finanzielle Mittel fehlen und künstlerische Freizeitbeschäftigung essentielleren Dingen weichen muss. Besonders in Flüchtlingsfamilien ist dies der Fall. Das Kindermuseum arbeitet daher mit der internationalen Institution Room 13 zusammen. Sie ermöglicht auch Flüchtlingskindern den Gang ins Museum. Für uns ist diese Kooperationsmöglichkeit mit Room 13 jetzt schon eine ganz besondere Geschichte, auch weil wir längerfristig mit bestimmten Flüchtlingskindern zu tun haben. Das war einfach auch so eine Idee von uns. Wir haben gesagt, okay, wer hat wirklich Kompetenz in dem Bereich, wer kann mit Kindern gut umgehen und wer hat vor allem auch nicht nur im Kinderbetreuungsbereich Kompetenz, sondern auch im Kreativitätsbereich. Und da sind wir schnell einmal auf Zoom gekommen. Schauplatzwechsel, Bruno Kreisky Flüchtlingsheim in Wien-Floridsdorf. Startschuss für ein neues Projekt von Room 13 in Zusammenarbeit mit der Wiener Volkshilfe. Maler Franz Schwarzinger ist eingeladen, um mit den Flüchtlingskindern eine Wand zu bemalen und damit den Grundstein für ein Atelier zu schaffen. Für die meist traumatisierten Kinder bedeutet die Kreativarbeit eine Ablenkung von den Schrecken der Vergangenheit und der Gegenwart, weiß auch Stefan Ammann von der Volkshilfe Wien. Auf der einen Seite, die Vergangenheit ist bedrohlich, es wurde viel erlebt, die Menschen wurden teilweise gefoltert, die Kinder haben das mitbekommen, da gab es schlimme Dinge wie Vergewaltigung etc., Körperverletzungen, Verstümmelungen der Eltern mussten sie miterleben. Dann auch die Flucht kann sehr beschwerlich sein. Da wird über Berge geklettert, Menschen sterben dabei. Ja? Und dann das Ungewisse der Zukunft. Da schwingt immer die Angst auch vor der Abschiebung mit, die auch gerechtfertigt ist. Es werden viele Menschen abgeschoben, auch Familien mit Kindern. Was bewirkt das bei den Kindern, wenn sie sich kreativ betätigen? Es ist ein großer Lernprozess. Also sie lernen, ihre Gefühle auszuleben, sie lernen, sich bildnerisch auszudrücken. Sie kriegen Mut, weil sie das, was sie tun, auch herzeigen müssen. Und was ganz wichtig ist, sie müssen tolerant dem anderen gegenüber sein, dass er sich nichts, wie in dem Fall zum Beispiel, zu- oder wegmalen oder auch das andere
Ergebnis einfach als das Ergebnis des anderen stehen lassen. Und dieses Lernen der Toleranz ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich tue hier Zeichnen, weil ich sehr gerne zeichnen mag. Und ich möchte auch mal eine Künstlerin werden, weil Zeichnen was zum Berühmen ist und sehr Spaß macht. Kreativität ist immer ein Raum, eine Möglichkeit, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, ja? Antworten zu finden, sich selbst erarbeitet haben. Das tun die Kinder da eigentlich dabei. Ja? Sie lernen, sich selbst zu vertrauen und Dinge, die in ihnen verschüttet sind, die sie sonst nicht äußern können, können sie dann in der Kreativarbeit umsetzen. Die Kreativarbeit regt die Kinder zum Träumen an. Ihre Zukunftspläne vermitteln, was ihnen am Herzen liegt. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Machst du noch was mit Kunst? Ja, Ärztin. Wieso? Es macht Spaß und ich habe zugeschaut, als ich krank war, und ich liebe es, Kindern zu helfen. Und was möchtest du mal werden, wenn du groß bist? Arzt. Du willst alle Arzt werden, gell? Viele. Warum denn? Weil wir dann die Menschen helfen können, weil sie krank sind. Diese Veränderung hat man schon bemerkt, also die Verwandlung von so einem verschlossenen, introvertierten Kind zu dem voll explosiven Kind, das jetzt dann gar nicht mehr aufhören möchte zu malen und gar nicht mehr aufhören möchte, sich zu artikulieren, zu schreien und sich mitzuteilen. Also es ist sehr schön, das zu sehen. Was wünschst du dir für dich, für deine Familie in der Zukunft? Dass alles gut wird und keinen Stress und so haben.